Ausgezeichnete Tierhaltung in der Region, nachhaltige und fortschrittliche Landwirtschaft. Dafür steht die Familie Schicketanz. Ob der Anbau von Nutzpflanzen, die Zucht sowie Schlachtung von Rindern und Schweinen oder die Vermarktung der daraus entstehenden Produkte. Alles kommt aus eigener Hand und das generationsübergreifend. Senior bis die Jüngste im Haus, kann man auch natürlich schon sehr zufrieden sein, wenn man so viele Generationen unter einem Dach wirtschaften kann und auch den Betrieb weiterführen kann, dass die Nachfolge auch gesichert ist. So leicht mal zum Betrieb vorher. 1991 hat der Vater den Betrieb wieder eingerichtet als Wiedereinrichter, hat praktisch seine eigenen Flächen und bis auf 110 Hektar rausgenommen damals aus diesen damals LBG oder Betrieben und hat damals angefangen und er war schon immer mit Rindern verbunden, sein Leben lang. Sämtliche Erzeugnisse aus den Tieren finden ihren Weg ausschließlich in die eigenen Filialen. Diese bieten täglich frisch an insgesamt 6 Standorten alles, was das Kundenherz begehrt. Neben klassischen Wurstarten und saisonalen Spezialitäten bietet das Sortiment auch eine Auswahl an leckeren Gerichten. Catering mit warmen oder kalten Speisen sowie Präsentkörbe vervollständigen das Angebot. Diese vielfältige Produktpalette verlangt ausreichend Rohmaterial. Die eigene Fleischerei auf dem restaurierten Rittergut Kannewitz ist dafür ideal. Es ist im Grunde genommen dieses gesamte Bereich, was hier ist, ist Fleischerei und Schlachtung. Über dem Tor heißt es das Büro. Wir haben hier hinten die komplette Vermarktung unserer Tiere. Also auch bei den Schweinen sind wir bei 120 Tagen Mastdauer ungefähr. Schlachten im Jahr 190 Tonnen Schweinefleisch, 70 Tonnen Rindfleisch. Das ist ungefähr so 3,5 Tonnen. Woche, also 25 und 28 Schweine. Die Schlachtungen erfolgen für die Tiere möglichst stressfrei und garantieren dadurch beste Fleischqualität. Auch Privatpersonen können die Dienste des Fachpersonals in Anspruch nehmen. Das Familienunternehmen umfasst alle Generationen. Jeder habe seinen Wirkungsbereich, um sich einzubringen und persönlich zu entfalten. Die beispielhaften Bedingungen wurden nun vom Freistaat Sachsen ausgezeichnet. Sie, liebe Familie Schicketanz, und liebe Betriebsangehörige, haben erfolgreich am Landeswettbewerb tiergerechte und umweltverträgliche Haltung teilgenommen, wofür ich Sie heute ehren darf. Mit dem Landeswettbewerb möchte unser Haus dazu beitragen, tier- und umweltgerechte Produktionsmethoden in der Öffentlichkeit darzustellen, aber auch anderen Betrieben Beispiellösungen vorzustellen. Bereits seit 1992 wird der Wettbewerb im zweijährigen Turnus für verschiedene Nutztierarten und Kategorien durchgeführt. Der aktuelle Turnus galt der Kälber-, Jungrinder- und Mastrinderhaltung. Konflikte, wie sie es in jedem Unternehmen und in jeder Familie gibt, werden schnellstmöglich angesprochen und gemeinsam aus der Welt geschafft. Der Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes, Thorsten Kraftschück, lobt diesen Zusammenhalt. Wir zeigen, wie Konflikte gelöst werden und dass das zwingend über Kommunikation erfolgen muss. Weil Fakt ist eins, wir stehen tatsächlich auch als Branche, als Landwirtschaft, in einer Konfliktsituation, die wir bewältigen müssen. Das muss über Kommunikation erfolgen. Insofern ist die Bedeutung dieser Familie Schicketanz nicht nur ausschließlich in die eigene Branche rein, sondern tatsächlich auch in die Gesellschaft rein, dass es tatsächlich Initiativen, Unternehmer gibt, Landwirte gibt, die das Thema aufgreifen und erfolgreich führen. Was den Betrieb und die Familie Schicketanz im Besonderen auszeichnet, ist, Sie haben das ja gesagt, treffen gerade den Zahn der Zeit, aber tatsächlich sind vor vielen, vielen Jahren in den Anfängen ja schon die Fundamente für diese Wirkung, die wir heute haben, für diesen Leuchtturm in der Landwirtschaft ja gelegt worden. Und das musste man erkennen und einfach auch umsetzen. Und da war auch ein Stück weit Vertrauen notwendig, innerhalb dieser Familie diesen Weg zu gehen, weil das ist schwer, ich bin davon überzeugt. Ich weiß das. Und auf der anderen Seite auch tatsächlich zu erkennen, dass das Zukunft hat. Und deswegen ist das wunderbar, wenn wir natürlich auch mit so einer Auszeichnung einfach das auch honorieren können. Die Trophäe überreichten Frau Reetz und Herr Kraftschück für die Kategorie Haltung von Mastrindern einschließlich Mutterkühen. Damit agiert das Familienunternehmen Schicketanz als Vorbild für andere landwirtschaftliche Betriebe.